der Omo-Wald nahe Nigerias Hauptstadt Lagos. In dem Schutzgebiet leben etwa 100 Waldelefanten. Diese Ranger sollen die gefährdeten und scheuen Tiere, wenn nötig, schützen. Human activity like farming. Menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft sind ein großes Problem. Die Elefanten haben Angst vor Menschen und flüchten. Es ist schwer, sie aufzuspüren. Diese Archivaufnahmen belegen, dass in dem Gebiet Waldelefanten leben. Die Tiere gehören der Gattung der afrikanischen Elefanten an, haben nur etwas rundere Ohren und sind insgesamt kleiner. Die Abholzung bedroht die Existenz der Waldelefanten stark. Ein Teil des Waldes steht unter dem Schutz der UNESCO, doch in Teilen wird er wirtschaftlich genutzt. Ich war arbeitslos, deswegen habe ich angefangen, im Wald Landwirtschaft zu betreiben. In einer Ecke habe ich Kakaopflanzen angebaut. Ich gieße sie und wenn sie groß genug sind, ernte ich. Es ist die einzige Möglichkeit für mich, meine Familie zu ernähren. Keine einfache Aufgabe für die Ranger, einerseits die Tiere zu schützen, andererseits die Bedürfnisse der Bauern zu achten. Doch ohne Schutzmaßnahmen könnte es hier bald keine Waldelefanten mehr geben.